Guten Morgen, meine Lieben. Also es ist noch nicht mal 5 Uhr morgens und Lina läuft schon durch die Gegend. Mein Bus geht erst um 10:30, deswegen ich gehe nicht zum Bus. Aber es gibt hier einen Leuchtturm und da gibt es so einen Walk-in und das soll super schön sein, wenn die Sonne aufgeht. Und da dachte mir halt so, wenn ich schaffe aufzustehen, mache ich das. So, jetzt bin ich aufgestanden. Da hatte ich erstmal Unterzucker, musste ich Müsli-Riegel essen. Und jetzt bin ich noch nicht so ganz sicher, weil da geht irgendwie so ein Stück an der Küste entlang und ein Stück geht durch den Wald und so schlangenmäßig. Ne? Naja, also ich laufe jetzt mal ein Stück und dann mal gucken, wie es wird. Und wenn es irgendwie, wenn ich ihn nicht mache, dann gucke ich mir den Sonnenaufgang halt am Strand an. Ist bestimmt auch schön. Obwohl ich glaube, dass man den da nicht so ganz sieht. Weiß noch nicht so genau. Also ich bin fast da. Ich kann den Leuchtturm schon sehen. Ich habe den Sonnenaufgang wahrscheinlich verpasst. Aber, oh wow. Aber es sieht auf jeden Fall unglaublich aus. Deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen, damit ich irgendwie noch den halben Sonnenaufgang sehen kann. Und dann mal gucken. Ja, voll schön hier. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe den Sonnenaufgang gesehen, es war wirklich unglaublich schön und es ist immer noch echt der Wahnsinn. Ich könnte hier wahrscheinlich noch ewig sitzen, aber weil ich den Bus erwischen muss, muss jetzt wieder los, weil man läuft eine Stunde zurück zum Hostel. Aber guckt euch das an, die Sonne. Classroom, simply cause I had my sights set around past June. Graduated chilling hard in the afternoon, contemplating verses that I put onto a track soon. I went hard with my last tunes, dropped the outsider cause I knew that I'd be back soon. And now the whole world knows my nom de plume. Every time I spit I treat the booth like a bathroom. Grab some nuggets out me cannabis holder. I work for this life, nobody handed this over. Close to my goals, but I'll have to get closer. Deals on the table, now I'm after this closure. Every album's killing, they like, can he get colder? And G is who your girlfriend's panties drip over. Chicks keep asking him, can he sleep over? I'm doing what I'm supposed to, don't get mad at me, Joker. I had a dream of a place where the sun shine bright. Travel town to town. Every night is Saturday, it's always going down. Just copped a million swishers like we're about to blow a pound. If you've been to a show, you know that I can move a crowd. I've seen the whole country through the window in my van. They say I'm nice with it, I'm just doing what I can. I chopped up the Beach Boys and made it to a jam. Cause everything I'm not made me everything I am. It's
inspired by the likes of Yeezy, Keith Haring to Weezy, Jean-Michel Basquiat to Jeezy, Banksy to the Beatles, Johnny Cash to the meters. Put it all up in the pot and that's what's coming through your speakers. I'm trying to be a legend, they tell me it'll come in time, but look around, so does everyone, so get in line. Man, I just want the whole world to see me shine, so I spend every waking minute on this dream of mine. I had a dream of a place where the sun shined bright off in that endless summer, and I wondered if I asked my mama, would my dreams come true? See, I don't know where I'm headed, but I know where I'm going. If you want me, just follow me. Run away. Off to that endless summer. Nach dem soliden Nickerchen sind wir schon eine ganze Weile gefahren. Jetzt sind wir in Surfers Paradise. Ich bin zurück, aber ich bleibe im Bus sitzen. Und eigentlich sollen wir in einer halben Stunde in Brisbane sein, aber ja, wird wahrscheinlich nicht stattfinden. So. Aber ja, mal gucken, wann ich dann überhaupt ankomme und so. Ich hatte gerade einen fliegenden Buswechsel. Ich bin aus dem einen Bus raus und einfach gleich in den anderen Bus rein. Und jetzt, eigentlich sollte der Bus auf einer halben Stunde oder so losgefahren sein. Aber jetzt fahren wir halt jetzt los. Hoffentlich demnächst. Also es ist jetzt 6 Uhr. Ich bin gerade im Hostel angekommen. Ist ziemlich klein, aber ganz süß. Und ich gehe jetzt zu Coles mal einkaufen, damit ich heute Abend auch was zum Abendessen habe. Und ja, sieht ganz süß aus. Mal gucken, wie es dann heute Nacht so ist. Und ich habe die Leute in meinem Zimmer schon kennengelernt. Also was heißt kennengelernt? Ich habe Hallo gesagt. Es sind Engländer und 2 Deutsche. Und ja, nachdem ich jetzt einkaufen war, gucke ich mal, ob ich irgendwen noch kennenlerne. Und dann mal gucken, was ich so mache, ne? Aber ich denke heute nicht mehr viel, weil es schon spät und ich habe Hunger. Ich bin von der Busfahrt müde, deswegen, ja, gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Doch jetzt tut's schnell weh, nee, jetzt tut's schnell weh. Das war schon kein Sturm, kommt doch, wenn ich dich sehe. Bist immer du. Du hast mich abgeholt und hingebracht. Bis mitten in der Nacht neben mir auf. Also, ich saß jetzt ewig unten mit den 3 Leuten, die bei mir im Zimmer sind. Tobi, Johanna und ein Engländer. Habe ich den Namen vergessen. Um ehrlich zu sein, habe ich den gar nicht richtig verstanden von Anfang an. Aber auf jeden Fall saßen wir ewig unten, haben geredet und Kartenspiele gespielt. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ich gehe mal ins Bett und war gerade Zähne putzen und schreibe jetzt noch einen Blog-Eintrag und dann gehe ich ins Bett. Ja, ich habe übrigens ausnahmsweise mal das obere Bett. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Ah ja, unser Zimmer. Also, das hier ist mein Bett, da ist die Tür. Da ist das andere Bett. Da sind so locker, aber mein Ding, mein Schließding da ist zu klein dafür. Deswegen funktioniert das nicht. Aber naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich ins Bett. Also ich bin schon im Bett, aber ich gehe jetzt gleich schlafen. Und deswegen, tschüssi Leute, danke fürs Einschalten und lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben da. Habe ich nämlich nicht so oft. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser. Also dann, ciao, ciao!